Dogmatics! Where are you? Dogmatics! Hey, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute rede ich über ein Videospiel, was ich vor zwischen 10 und 15 Jahren mal hatte. Und das habe ich auf der PS2 gezockt, das heißt Asterix und Obelix XXL. Und ja, jetzt kann ich mal was dazu sagen. Asterix und Obelix XXL ist das erste Spiel der gleichnamigen Computerspielreihe und erschien im November 2003 für die PlayStation 2 und im Juli 2004 für Windows, den GameCube und Game Boy Advance. Handlung. Die Handlung spielt im Jahr 50 vor Christus. Fast ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Asterix, Obelix und Idefix machen sich auf den Weg, um ihre Freunde, die in die Hände der Römer gefallen sind, zu befreien. Die Schauplätze aus den Comics wurden im Spiel übernommen. So verschlägt es die drei Helden in die Normandie, in die Schweiz, nach Griechenland, nach Ägypten und Rom. Ebenfalls wurde das gallische Dorf nachgebildet. Bei ihrer Mission sind die drei aber nicht ganz auf sich gestellt. Denn Caesars ehemaliger Meisterspion HCL Hydrochloridrix hilft den Dreien, indem er an einigen Stellen im Spiel entscheidende Hinweise gibt. Am Ende eines jeden Abschnitts gilt es, eine römische Kampfmaschine zu zerstören. Diese ist jedes Mal stärker, wenn Asterix und Obelix auf sie treffen. Spielprinzip. Das Spiel wird in der Verfolgerperspektive gespielt. Der Spieler steuert hauptsächlich Asterix und kann in manchen Passagen auch Obelix steuern. Idefix ist auch steuerbar. Die Levels sind im Comic-Grafik dargestellt und sehr weitläufig und groß. Jedoch sind sie eher linear aufgebaut. Als Game-Währung zählen die Römer-Helme, die man entweder bekommt, wenn man Römer erledigt oder wenn man Kisten zerschlägt. Manchmal liegen sie einfach nur auf dem Boden. Gespeichert werden kann beim Druidentöpfen. Remaster. Ende August 2020 wurde von dem Publisher unter den Namen Asterix und Obelix XXL Remastered ein Remaster des ersten Teils für den 22. Oktober 2020 angekündigt. Das Spiel erscheint auf folgenden Plattformen: Windows, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Kommen wir mal zu meiner persönlichen bisherigen Erfahrung mit diesem Spiel. Zum Aufnahmezeitpunkt hier habe ich das Spiel nicht so weit gespielt. Ich bin erst bei der zweiten Passage. Und Alter, ich finde die Steuerung auf PC grässlich. Und man, ja, es ist einfach für mich schrecklich. Ich muss mit den ganzen normalen Tastatur spielen. Maus brauche ich nicht. Die Pfeiltasten sind die Kamera. Wenn ich den untere Pfeil bedeutet, dass alles aus der Verfolgerperspektive von weiter hinten aufgenommen wird. Pfeiltasten nach oben, seid ihr praktisch hinter Asterix. Links und rechts sind halt links und rechts, aber das ist ziemlich langsam. Dann laufen WASD. E ist für Aktionen und Angriff. R ist Grabben. Mit F kann man so ein Dash machen, den ich kaum benutze. Und die Leertaste bzw. Space ist einfach Springen. Andere Buttons wurden mir bis jetzt nicht vorgestellt und ich habe nicht nachgeschaut. Also ich finde die Steuerung und Reaktionszeit bei manchen Dingen ziemlich kacke, wie zum Beispiel bei der Kamera. Ich kann nicht die Kamera schneller machen. Und ja, jetzt kommen wir mal zu den... Ah ja, es gibt noch eine schlechte Sache, finde ich. Und zwar, bei der 2003-Version auf der PS2 konnte ich auch gefühlt 2-3 Schritte von den Gegnern entfernt sein und konnte sie treffen. Bei der Remastered-Version muss ich wirklich genau beim Gegner sein. Und ich finde, die neue Grafik ist an und für sich okay, aber bei der Kampfversion ist es ziemlich dumm. Da sieht man oben nur so einen kleinen Blitz und bei der Inversion sieht man halt so eine riesige Kugel, die von grün zu rot sich färbt und dann weiß man, oh, der Gegner greift gleich an. Also ich finde die Retro-Version zugegebenermaßen besser. Ja, das war's mit dem Video. Hier seht ihr jetzt noch einige Kampfszenen und so weiter vom ganzen Spiel. Viel Spaß! Oh!
187.